O Gott, ich bete dich an. Du Weisheit, die mich erdacht, du Wille, der mich gewollt, du Macht, die mich geschaffen, du Gnade, die mich erhoben, du Stimme, die mich ruft, du Wort, das zu mir spricht, du Güte, die mich beschenkt, du Vorsehung, die mich leitet, du Barmherzigkeit, die mir vergibt, du Liebe, die mich umfängt, du Geist, der mich belebt, du Ruhe, die mich erfüllt, du Heiligkeit, die mich wandelt, dass ich nimmer ruhe, bis ich dich schaue. O Gott, ich bete dich an. Ach, hören Sie doch auf, Herr Pastor, die Jugend glaubt doch an nichts mehr. Glauben schön und gut, aber wie die Kirche mit den Frauen umgeht, nee, danke. Natürlich gehe ich zur Kirche, ich bin gläubig, aber warum ich beichten soll, das sehe ich irgendwie nicht ein. An einen Gott kann ich glauben, an einen, der die Welt erschaffen hat. Aber dass Jesus der Sohn Gottes ist, daran zu glauben, fällt mir schwer. Solche und ähnliche Sätze höre ich häufiger als Pastor. In diesen Sätzen geht es um Zweifel. Ganz sicher hören jetzt auch einige zu, beten mit, die Zweifel in sich tragen, was Gott, Glaube und Kirche anbelangt. Aber dürfen die dann im Gottesdienst sein, zur Kirche gehören, zur Kirche gehen? Das ist doch nur was für so richtig Festglaubende, oder etwa nicht? Darf ich überhaupt zweifeln? Ist das nicht zu wenig Vertrauen in Gott? Nun, im Glauben zu zweifeln, heißt noch lange nicht, nicht zu glauben. Viele Zweifel sind noch lange kein Unglaube, hat der heilige Kardinal Newman gesagt. Wer Zweifel in sich trägt, wer nicht alles kommentarlos hinnimmt, wer sich nicht mit glatten Formeln zufrieden gibt, zeigt, dass ihm der Glaube wichtig ist. So wichtig, dass er ihn auch tiefer, gewisser verstehen will. Wer zweifelt, der sucht und fragt. Deshalb ist ein Zweifler kein Ungläubiger. Und auch zweifelnde Gläubige haben ihren Platz in der Kirche. Davon spricht das heutige Evangelium. Da ist Thomas, genannt Didymus, Zwilling. Er gehört zu den Jüngern, ja, er gehört gar zu den 12, also zum engsten Kreis um Jesus. Und er hat Zweifel. Zweifel, ob das alles stimmt, was die anderen über die Auferstehung Jesu sagen. Er hat Zweifel und sucht nach Antworten, will Gewissheit. Er will im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dass der Auferstandene auch der Gekreuzigte ist. Deshalb will er seine Hände in die Wundmale Jesu legen. Diese Zweifel, die seinen Glauben an Jesus zutiefst erschüttert haben müssen, sagt er offen seinen Mitbrüdern, denen also, die glauben. Und dann kommt ein Satz im Evangelium, den ich sehr bemerkenswert finde. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Thomas war dabei. Die Jünger, die Apostel, haben Thomas nicht aus ihrer Gemeinschaft verbannt. Die Glaubenden haben den Zweifler nicht verstoßen. Nein, Thomas war dabei. Das wird nicht ohne Spannung gewesen sein. Auf der einen Seite die euphorischen Zeugen der Auferstehung, auf der anderen Seite der Zweifler. Schließlich zweifelt Thomas ja nicht nur am Glauben, er zweifelt ja auch die Glaubwürdigkeit der anderen an. Der eine oder andere wird Thomas nicht sonderlich grün gewesen sein in diesen Tagen. Und dennoch heißt es, 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Das heißt für uns, auch diejenigen, die am Glauben zweifeln, die kritische Fragen stellen, die auch andere und ihren Glauben in Frage stellen, gehören zur Kirche. Sie gehören dazu, wenn sie sich wirklich um Antworten bemühen, wenn ihre Fragen echt sind, ihre Zweifel keine Ablehnung des Ganzen, sondern eine ehrliche Suche nach dem Ganzen des Glaubens sind. Gerade junge Christen stellen ihre Fragen und Anfragen. Für viele Ältere ist das ein Ärgernis oder eine tiefe Sorge. Ärgernis, weil die jungen Leute nicht fraglos das tun, was die Älteren tun. Sorge, weil die Älteren befürchten, dass die Jüngeren sich von Gott und Kirche endgültig wegbewegen.
Die junge Generation hat das Recht zu hinterfragen, Zweifel an Bestehendem zu erheben. Ansonsten wäre es keine Jugend. Die kritische Auseinandersetzung mit der Welt gehört zum Erwachsenwerden dazu. Und ich persönlich bin froh, wenn sich Jugendliche in unseren Tagen überhaupt den Fragen nach Gott, Glaube und Kirche annehmen. Das zeigt zumindest, dass ihnen diese Fragen am Herzen liegen. Aber nicht nur die junge Generation hat das Recht zu hinterfragen. Jeder, jede von uns sollte freimütig Fragen stellen, Zweifel äußern können. Niemand sollte dem anderen deshalb den Kopf abreißen oder ihn verunglimpfen. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Thomas ist trotz seiner Zweifel bei den Jüngern geblieben und in ihrer Mitte ist er dir, Herr, dem Auferstandenen begegnet. Seine Zweifel schwanden. Er konnte gläubig bekennen, zu dir sagen, mein Herr und mein Gott. Hätte Thomas die Gemeinschaft der Jünger verlassen, wäre es dazu nicht gekommen. Die Kirche ist und bleibt der Ort, wo wir unsere Fragen stellen können und sollen. In ihr finden wir die Antworten, auch wenn sie uns manchmal nicht sofort einleuchten oder wir uns schwer mit ihnen tun. In der Gemeinschaft der Kirche haben alle Platz, die ehrlich suchen und fragen. In der Gemeinschaft der Kirche können sie, wie Thomas, dir, Herr, begegnen. Zweifel möglicherweise ausräumen. Vielleicht nimmst du folgende Fragen mit in dein Gebet. Wo habe ich Zweifel im Glauben? Wo bin ich ein Thomas? Du darfst solche Zweifel haben. Sie sind, wie gesagt, noch lange kein Unglaube. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, wo Zweifel hochkommen. Solange du dann weiter mit Gott ringst, solange glaubst du an ihn. Zweifel brechen niemanden einen Zacken aus der Taufkrone. Wo suche ich meine Antworten, wenn ich zweifle? In der Kirche? Es ist gut, wenn du jemanden hast, der dich in deinem Glauben begleitet. Ein Mann, eine Frau, ein Priester, egal. Hauptsache, diese Person glaubt, nimmt den Glauben ernst und du vertraust ihr. Stell ihr deine Fragen. Oder schlag in guten Büchern nach, zum Beispiel im Katechismus oder in den Schriften Papst Benedikts oder anderer Heiliger oder in Schriften des Lehramts. Vielleicht kann dein geistlicher Begleiter dir auch ein gutes Buch empfehlen. Aber geh nicht einfach in den Buchladen, in die Ecke Esoterik oder so. Wann habe ich das letzte Mal mit jemandem darüber gesprochen, dass ich Zweifel habe und mit wem? Was hat mich gehindert, darüber zu sprechen? Darüber sprechen tut gut. Es heißt in der Schrift, dass Jesus einmal einen Dämon, der stumm war, ausgetrieben hat. Was wir nicht aussprechen, kommt nicht raus und frisst sich dann vielleicht fest. Schämen musst du dich nicht, wenn du Fragen, Zweifel hast. Die hatte ja auch ein Apostel Thomas. Keiner weiß alles, niemand weiß nichts. Zusammen aber können wir vieles erkennen und auch neu entdecken. Kenne ich eine wie den Thomas? Nehme ich die Person mit in die Gemeinschaft der Jünger, in die Kirche? Es geht nicht darum, jemanden zum Reden zu zwingen oder ihm gar Zweifel einzureden. Aber wenn sich dir jemand mit seinen Zweifeln offenbart, dann mach es wie die Apostel. Thomas war dabei. Und auch dein Freund, deine Freundin darf dabei bleiben, bei dir und in der Gemeinschaft. Sei menschlich nah und verständnisvoll. Sag, dass auch du schon mal Zweifel hattest. Sucht gemeinsam nach einer Antwort. Fragt jemand anders, wenn ihr nicht weiterkommt. Thomas war dabei. Der Zweifler inmitten der Apostel der Kirche. Es kann sein, dass du einmal wie Thomas bist. Bleib dabei. Es kann sein, dass du einem Thomas begegnest. Lass ihn bleiben. Thomas war dabei und hat mit das schönste Glaubensbekenntnis gesprochen, das es gibt. Mein Herr und mein Gott. Zweifel zu haben ist nicht schön, weiß ich aus eigener Erfahrung. Zweifel gehören aber irgendwie zum Reifungsprozess im Glauben dazu. Zweifel
können uns sogar tiefer in den Glauben hineinführen. Das lernen wir vom heiligen Thomas an seinem heutigen Fest. Ich danke dir, mein Herr und mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Zeit des Gebetes geschenkt hast. Hilf mir, sie zu verwirklichen. Maria, Mutter Gottes, heiliger Josef, heiliger Thomas, mein Schutzengel, bittet für mich.